Gesundheit. Womit wir schon beim Thema wären. Gesundheit. Heute im Zusammenhang mit dem Netzausbau. Wir wollen, dass Sie weiter so gesund leben können wie bisher. Daher treffen wir einige Vorkehrungen. Welche das sind und warum wir nicht alle vom Arzt gecheckt werden müssen, Otto erklärt's. Hallo zusammen, ich bin Matthias Otte. Wir von der Bundesnetzagentur lieben sowohl stabile Netze als auch gesunde Menschen. Denn wir sind selbst alle Menschen. Die meisten zumindest. Aber im Ernst, die Gesundheit aller Bürger ist uns beim Netzausbau sehr wichtig. Deshalb prüfen wir vor der Genehmigung neuer Stromleitungen gründlich, ob es Auswirkungen gibt, die dem menschlichen Körper schaden könnten. Und ja, wir sind eine Behörde. Wir machen das gründlich. Wir sind im ständigen Austausch mit anerkannten Experten, Universitäten und Forschungsinstituten. Lärmbelastung ist ein wichtiger Punkt bei der Zulassung neuer Leitungen. Zum einen kommt es zu Baugeräuschen, zum anderen brummen die Konverter, die Gleichstrom in Wechselstrom umwandeln. Ungefähr so. Durch eine geschickte Architektur bekommen Wohngebiete in der Nähe aber so gut wie nichts davon mit. Trotzdem, wo Spannung anliegt, können Geräusche entstehen. An Freileitungen kann es nämlich auch durch die hohen Feldstärken zu elektrischen Entladungen kommen. Dieser sogenannte Corona-Effekt wird als Knistern, Surren oder Brummen wahrgenommen. Okay, aber heißt das jetzt, dass wir uns bald alle fühlen, als würden wir im Bienenstock wohnen? Nein, zum Glück nicht, denn es gibt verpflichtende Richtwerte. Innerhalb von reinen Wohngebieten ist tagsüber ein Richtwert von maximal 50 Dezibel erlaubt. Nachts sogar nur 35 Dezibel. Bevor wir als Bundesnetzagentur neue Leitungen oder Konverter genehmigen, müssen die Netzbetreiber nachweisen, dass sie die Richtwerte einhalten. Manche machen sich aber auch Sorgen um den Einfluss von elektrischen und magnetischen Feldern. Diese Felder gibt es, das ist Fakt. Das Erdmagnetfeld ist natürlich. Magnetfelder entstehen aber auch überall dort, wo Strom fließt. Wir Menschen haben von Natur aus elektrisch geladene Teilchen im Körper, beispielsweise im Nervensystem. Wird eine bestimmte Schwelle durch äußere Felder überschritten, kann das Auswirkungen auf den Körper haben. Damit das nicht passiert, hat der Gesetzgeber Grenzwerte festgelegt. Werden sie eingehalten, sind keine gesundheitsschädigenden Langzeitwirkungen nachgewiesen. Wir von der Bundesnetzagentur überprüfen bereits vor der Genehmigung, ob alle voraussichtlichen Werte unterhalb der Grenzwerte liegen. Wenn nicht, gibt es einen auf die Glocke. Natürlich nicht wirklich, aber die Glocke und der Abo-Button haben es verdient, mal ordentlich von Ihnen gedrückt zu werden. Das war's für heute. Alle Infos sind wie immer nochmal in der Infobox verlinkt. Mehr Netzausbau gibt's auf unserem Kanal oder auch im nächsten Video. Bis dahin, machen Sie's gut und bleiben Sie gesund. Ihr Matthias Otte.